Lasst uns über die Reinigung sprechen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es ist das wichtigste und elementarste Teil in deiner Routine, also du hast eine trockene Haut und wäschst dich morgens mit Wasser. Aber selbst dieses Wasser hat ja eben eine reinigende Wirkung. Ich bin eher ein Typ, ich habe eine fettige Mischhaut und ich hätte früher niemals zu fettigen Produkten gegriffen. Aber die sind ja heutzutage so super formuliert, dass du die super gut wieder von der Haut runterkriegst, wenn die Emulgatoren stimmen. Das ist halt das A und O. Und ich habe bei Leon, bei wem denn sonst, habe ich vor ein paar Wochen gesehen, dass er den immer mal wieder gezeigt hat. Ich selber bin ein großer Freund. Die Shenya hat zum einen so ein Produkt, das ist so ein Gel. Wenn du das bei dir auf der Haut aufträgst, dann wird das ölig. Und ich liebe halt so diesen Grip auf der Haut. Und das hat Bayern Söhne eben auch. Ich bin also nicht so der reine Balm-Fan oder Öl-Fan, sondern wenn das so eine Konsistenz hat und so ein bisschen Widerstand auf der Haut gibt, dann liebe ich das. Aber am Ende ist es alles Öl, ne? Also brauchen wir uns nichts vormachen. Und hauptsächlich verwende ich ja das flüssige Öl, was du eben bei Rossmann und bei DM kaufen kannst. Und das hier ist halt eben ein Balm. Und ich bin gestern mal hergegangen und habe dieses Teilchen mal auf Herz und Nieren getestet, weil ich eben gestern geschminkt war. Und das Geile an so einer Ölreinigung ist, du kannst dir jeglichen anderen Reiniger sparen. Na, also ich würde gerne an der Stelle von Minimalismus sprechen, aber ich habe einen ganzen Schrank voller Sachen. Und je mehr Produkte ich mir einsparen kann, desto besser. Und wenn ich eben mit meinem Produkt, mit dem ich eben mein Gesicht reinige am Abend, eben auch noch mein Augen-Make-up runterkriege, dann ist das schon eine richtig, richtig tolle Sache. Ich bin, was so Produkte betrifft, bin ich immer ein kleiner Chaot. Meistens, ich lerne es halt einfach nicht. Meistens steht es neben Waschbecken und dann fange ich an, den hier zu machen und dann läuft mir da Wasser rein. Jetzt, wenn ich geschminkt bin, nehme ich meistens ein Tuch. Das Tuch verwende ich nicht, wenn ich nicht geschminkt bin. Also, das ist ja auch Double Cleansing und da kann ich mir einfach hundertprozentig sicher sein, dass dann alles unten ist, vor allem auch das Augen-Make-up. Aber ansonsten nehme ich den schon auch am Abend her, um eben meinen Sonnenschutz zu lösen. Da ich ja, wie man hier eigentlich sollte, jeden Tag Sonnenschutz trage, jetzt vielleicht im Winter nicht, bezüglich der herkömmlichen Menge von 1 Gramm, da bin ich nicht so dogmatisch, aber ich trage halt jeden Tag. Und ab und zu trage ich vielleicht auch mal einen 30er, weil das jetzt im Moment nicht ganz so relevant ist. Aber Sonnenschutz tragen ist wichtig. Und eben den Sonnenschutz wieder runterkriegen ist auch wichtig. Und ich habe einfach gemerkt, so alleine mit Waschgel geht das schon auch. Und im Sommer war das mal ab und zu eine tolle Sache. Aber mit Öl funktioniert das halt besser. Was an dem Teilchen hier ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den im Sommer rumschleppe. Denn das läuft mir 100% aus. Denn das hier ist ein Balm, der schmilzt. Das ist eben das Geile an diesem Bayer und Söhne Teil. Da schmilzt dir nichts, weil das eben so diese Konsistenz ist, so diese gelige. Und das hat eben das Produkt von der Shenya auch. Ich werde euch mal gucken, dass ich alle Produkte, die ich heute erwähne, mal unten verlinke. Aber für die kälteren Monate, in denen wir jetzt sind, ist das hier kein Problem. Aber ich würde das nicht irgendwo mit hinschleppen wollen. Denn das ist nicht echt, ne? Also definitiv nicht. Ich habe schon relativ gut da rausgeholt. Also ich bin ihn jetzt schon einige Zeit am Testen. Nichtsdestotrotz tue ich mir mit solchen Produkten, wo man eben mit der Hand reingeht, tue ich mir ein bisschen schwer, weil ihr müsst euch eins vorstellen. Wenn ihr nur das Produkt habt, dann braucht ihr es ja auch relativ schnell auf, was eine gute Sache ist. Aber habt ihr andere Produkte, mit denen ihr euch auch reinigt und lasst den so ein bisschen stehen, kann es halt eben passieren, durch das, dass du mit der Hand reingehst, dass euch das halt schon auch mal kaputt geht. Ne? Also, aber ansonsten ist die Größe, lustigerweise am Anfang dachte ich mir noch, wo tue ich mir das jetzt hin? Kein Platz für nichts. Aber durch das, dass der so schmal ist, kann ich den mir halt in mein Körbchen oben reinlegen und da stört der halt auch überhaupt nicht. Weil der Durchmesser von dem Pöttchen hier ja schon relativ groß ist. Ich
reinige immer mit Öl. Wie gesagt, außer Sommer, wenn es dann so richtig warm ist und du einfach keinen Bock hast, Öl anzuwenden oder du irgendwie unterwegs bist. Aber ich reinige immer mit Öl und entweder nehme ich ein flüssiges oder ich nehme einen Balm. Der ist vom Preis her vollkommen in Ordnung, falls ihr mal irgendwo bei Purish unterwegs seid. Ich bin immer noch so ein bisschen mit Herpes geschlagen und Entzündungen im Mund. Wenn ihr wenn ihr auf Purish unterwegs seid, so sagt man es, dann könnt ihr euch das Teilchen gerne mal angucken. Das kostet im Moment 12,18 € und ist vielleicht für diejenigen von euch, weil es gibt ja doch einige, die sagen, ah, ich mag das nicht so, ich bin eher der natürlichere Typ. Hier sind nicht viele Inhaltsstoffe drin und das Einzige, was hier halt mit drin ist, sind halt eben die Emulgatoren, die eben das Fett dazu bringen, dass du es wieder mit Wasser einfach runterspülen kannst, weil sonst wird es schon ein bisschen schwieriger. Kennst du das Produkt? Bist du mit dem gut klargekommen? Wie hat deine Haut drauf reagiert? Ich reagiere auf so eine Ölreinigung in den meisten Fällen richtig gut. Außer das Öl geht nicht richtig runter. Und bei dem habe ich halt gemerkt, wie schlecht das Öl von Müller funktioniert, was ich im Moment benutze. Also da geht alles restlos runter. Ich finde den gut, ich würde den aber nicht mehr nachkaufen, weil ich eben ein großer Fan von dem Beyer und Söhne Teilchen bin und den mir wieder nachkaufen möchte. Also, wie bist du damit klargekommen? Schreib gerne mal unten in die Kommentare, schreib was zu deinem Hauttyp, schreib was passiert ist, vielleicht schreibst du auch ein bisschen, welcher Altersgruppe du dich befindest. Das interessiert mich, das interessiert auch meine Zuschauer und jede Haut ist anders. Also, deine Erfahrung muss nicht meiner gleich tun, ne? Ich sag danke fürs Einschalten, schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.